Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Racer, herzlich willkommen zurück hier bei Nick frei zockt. Dirt Rally. Ich habe ein bisschen gekämpft hier mit dem Zurückpatchen und machen und tun. Wir springen direkt wieder rein hier in unseren 1960er Clubman-Meisterschaft, wo wir Etappe 5 von 6 fahren, Nachmittag bedeckt. Ich habe jetzt schon Angst vor irgendwelchen Nachtetappen. Ich habe gerade eben testhalber mal eine Nachtetappe gefahren. What the fuck? Ohne Witz, ey. Du berührst einen Baum, Frontlichter kaputt. Und dann ist das ein Blindflug ohne Ende. Ja, da geht nichts mehr. So, Fahrzeug reparieren. Wir fahren jetzt ein bisschen länger. Das heißt, die Autos müssen auch ein bisschen länger durchhalten. Das heißt, wir müssen zusehen, dass die da wenigstens mal so ein bisschen auf dem Niveau sind. So, Zeitstrafe 10 Sekunden. Wir brauchen 9 Sekunden mehr. Das ist für mich vertretbar. Da würde ich sagen, das nehmen wir so mit. Und dann nehmen wir mal am Rennen teil. Und wir haben wieder die altbewährte schöne Ansicht. Das ist Cockpit. Ich hätte mich ja gefreut, wenn die das hier zu der anderen Kamera gemacht hätten. Und das hier zur Dashboard-Kamera. Aber die haben die Dashboard-Kamera dummerweise geändert. Und weil sie die Dashboard-Kamera geändert hatten, musste ich alles neu installieren. So, aber ich hatte vorher leider keine Safe Games gemacht. Oder keine Saves gemacht. So, aber jetzt konzentrieren wir uns hier auf die Rallye. Dass das hier wunderbar schön weitergeht. Zum Glück ist ja Tag hell. Tag hell bedeutet, dass ich sehe, wo ich lang fahre. Das ist immer schon mal. Ups, das ist sehr nice. So, 2 macht zu bis 1. Ich fahre mal ein bisschen vorsichtiger heute. Weil ich will nicht schon wieder das Auto irgendwo in den Wald schmeißen. Das haben wir jetzt oft genug gemacht. Ich will mal ein bisschen Geld sparen. Wir wollen uns hier irgendwann mal ein schöneres neues Auto kaufen. Wir wollen generell mal ein bisschen besser werden hier. Dass wir dann in den größeren Meisterschaften dann später auch eine Chance haben, wenn wir da mitfahren wollen. Und rechts 6, links 6, Kuppel rechts 5, Überkreuzung. So, Handbremse macht's. Links 6. Möglich, oh oh. Ja, wir sind knapp dran. Und links 4 Kuppel und rechts 3. Knapp dran ist aber nicht drin. 3 Sekunden haben wir verloren auf dem Führenden. In rechts 5. So, ich fighte hier mit dem Auto. Wir sehen jetzt wieder ein bisschen mehr Straße. Macht es für mich angenehmer zu fahren und so wie ich es gelesen habe, für euch angenehmer zu gucken. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Wo denn? Da. Links 3, halblang über Kreuzung. In rechts 5, lang nicht schneiden. Ja, suboptimal sind wir um die Kurve rumgekommen. So, da gibt es wieder eine Hairpin. Wir lassen rollen. Ja, ich bin extrem vorsichtig, was Hairpins angeht, gebe ich offen zu. Aber ich glaube, wir verlieren dort mehr, wenn wir nicht durchkommen, als wenn wir langsam drauf zufahren. Uiuiuiuiuiuiui. Rechts 6, links 6, Überkreuzung. Einmal Schild mitgenommen, 8 Sekunden hinter dem Führenden. Wir müssten uns ein bisschen sputen. Boah, offene Kehre rechts ist gut gesagt. Das ist wird mir fast wie eine Haarnadel angezeigt. Links 4, eng nicht ganz im zweiten Gang auf dem Gas fast durch. In rechts 6, halt lang 60. Also man merkt es auch, ich komme mit der Kamera einfach viel besser zurecht. Man sieht mehr von der Straße. Das hilft schon enorm. Sekunden, schon wieder 2 Sekunden verloren. Rechts 6 lang über Kreuzung. Aber noch schneller fahren, ich traue mich ehrlich gesagt nicht. Rechts 5 durch Tor, Spritzwasser. Was? Achtung, mittig. Ach, durch Tor, da haben wir durch Tor und dann Spritzwasser. Pum. So, ach, das ist die umgekehrte, die kenne ich doch.
Ach du Scheiße. Und links eins lang, macht auf bis zwei lang. Ja, da müssen wir jetzt viel mit Handbremse fahren, dass wir diese Kurven hier kriegen. Und rechts 6 über großen Sprung, 40 bergab. Rechts 3 Spritzwasser. Rechts 2 durch Tor, macht auf über Kreuzung. Rechts 3 Spritzwasser. Alter Schwede, die geben es uns hier hart. Das ist hier. Ich weiß auch nicht. Die sind doch bekloppt hier. Oder? Das, ich meine, ist das ein echter Sport? Ja? Sie sind doch bekloppt. Also bitte. Für Spritzwasser, pfupp, du siehst nichts mehr. Ja? So, 10 Sekunden haben wir noch draufgerechnet bekommen. 13 Sekunden haben wir verloren. Wir wären auf 3. Heißt, 23 bedeutet, wir verlieren einen Platz. Wir sind damit Vierter geworden eigentlich von der Etappe, wenn ich das richtig sehe. So, genau, da haben wir es dann. Vierter und ich meine, wir haben nicht viel verloren. Wir haben 1,20 Vorsprung auf Oberg und wir haben 1,20 Rückstand auf den Nigel oder Hutches. Ja, weiter geht's. Nächste Etappe. Ich freue mich, dass ich wieder sehe, wo ich hinfahre. Es wäre schick, wenn ich das irgendwie mal ein bisschen besser gehandelt bekommen würde. Mit den ganzen Kurven und so weiter. Also ich finde, ich habe mich schon gemacht. Also ich kann mittlerweile reden, dem zuhören und ich sehe die Symbole richtig. Ich meine, wir haben jetzt kaum Crashs gebaut. Ja, ich meine, wenn ich überlege, ich habe gerade eben noch eine Testfahrt gemacht, da lag ich mir auf dem Kopf, da habe ich schon gedacht, ach du lieber Himmel, das gibt eine Aufnahmesession, das wird nicht schön. Ja, ich hatte auch schon eine KI, die irgendwie total langsam unterwegs war heute. Da habe ich schon gedacht, ich wäre super gut. Dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich zu langsam war und dass die KI einfach nur rumgebackt hat und noch langsamer war. Dann habe ich das Spiel nochmal neu installiert. Also ich habe das heute schon zweimal installiert. Nur um einen fairen Wettbewerb dem Computer zu ermöglichen. Um mich hier an der richtig krassen KI zu testen. Oha, das ist diese Strecke. Das ist diese Strecke. Ich habe da immer so ein bisschen Bammel. Springen, Wald, Bäume. Ihr versteht, was ich meine. Ja, genau das Ding meine ich. Da hat es mir schon ein paar Mal reingehauen. Diesmal nicht. Und rechts 5 verläuft über Kuppe. Rechts 6 über Kuppe, in links 3 lang. Also ich glaube, ich mache mich wirklich, was das Rallye-Fahren angeht. Ich dachte eigentlich, dass ich auf Dauer nicht ganz so erfolgreich abschneide, obwohl ich natürlich, bevor ich Switch Play angefangen habe, schon mal getestet habe, gegen eine Profi-KI zu fahren. Und die Profi-KI, da konnte ich sag mal so, auf dem 5., 6. Platz durchaus mithalten. Jetzt nicht so, dass ich da zu langsam war. Deshalb bin ich eigentlich schon der festen Überzeugung, dass hier was gehen kann. Aber zumindest auf die Professional-Ebene müssten wir eigentlich aufsteigen können. Links 6, 60, gerade über Kuppe. Links 4, halb lang. Und rechts 1 lang, nicht schneiden, 100. So, da ich nicht weiß, wie es mir die Tage gesundheitlich geht, werde ich ein paar mehr Videos aufnehmen heute. Also falls ihr mir heute hier was reinschreibt, was ich dann beim nächsten Video nicht berücksichtige, dann liegt das daran, dass ich die heute mal nacheinander aufnehme, was ich ja normalerweise nicht mache. Komm, lenk ein. Links halten über vielleicht Sprung. So, wir müssen hier müssen wir ein bisschen langsamer machen. Ist ja eine Viererkurve, dann kommt eine Fünferkurve und dann machst du bis 1. Das heißt, das wird hier ein bisschen enger. Es ist nicht wirklich ein fehlerfreies Fahren, was ich hier mache, bei weitem nicht.
Den Anspruch habe ich aber auch gar nicht. Fehlerfrei ist so eine Sache. Fehlerfreie Fahrer gibt's nicht. Selbst Weltmeister machen Fehler. Und selbst Profi-Rallye-Fahrer machen Fehler. Ich weiß nicht, ich habe ein interessantes Video gesehen. Da hat sich ein Profi-Rallye-Fahrer mit dem Auto auf den Kopf gelegt und in den Fluss gelegt. Und hörst du noch, Weiherball. So richtig schnell so hat er seinem Beifahrer Tempo gemacht, dass der aus dem Auto rauskommt, dass sie nicht absaufen. Oh ja. Handbremse hätte dir vielleicht geholfen, habe ich nicht dran gedacht. So, wir haben noch einen leichten Vorsprung. Wir gucken, was wir davon noch mit ins Ziel retten können. Oh. Gerade noch an der Tonne vorbeigekommen. Grüner Sektor, wir haben Zeit gewonnen. Alter Schwede. 3 Sekunden hinter dem Führenden. Das war mal eine gute Runde. Wir haben 27 Sekunden auf Huge oder Hutches oder wie auch immer man das ausspricht, gewonnen. Puh. So, wo hat es uns hingespült? Wir sind mit 3 Minuten Rückstand auf Platz 4 in dieser Meisterschaft. Kriegt uns 28.000 plus 12.000 Bonus für nicht starten und wir haben nur 2.700 Reparaturkosten. Das heißt, obwohl die Rallye länger war, haben wir es geschafft, weniger Schaden zu verursachen am Fahrzeug. Das macht mich doch happy und stolz und glaubt, oder ich glaube langsam dran, dass das hier was werden kann. Teamleiterfähigkeitslevel 2 erreicht. Das ist interessant. Was bedeutet das? Ja, jedenfalls liegen wir mit 12 Punkten auf Platz 4 in der Gesamtwertung. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht hier in der Clubman-Meisterschaft. Wo geht's als nächstes hin? Wir schauen mal. Monte Carlo, Monaco, das ist interessant, das ist super. Das sind zwar total die verwinkelten und eckigen Dinger, aber ihr seht es, 93% Asphalt, das ist natürlich genau meine Welt. 93% Asphalt, das ist genau mein Ding. Es wird natürlich auch vereiste Passagen geben, da bin ich ziemlich überzeugt von. Aber das gehen wir total relaxed an. So, Gänge mache ich mal ein bisschen kürzer. Wir werden da ein bisschen Topspeed verlieren. Wo haben wir es denn? Wir werden da ein bisschen Topspeed verlieren auf den langen Geraden, die es da durchaus gibt. Aber es sind ganz schöne Ecken da drin und ich glaube, diese ganz schönen Ecken, die da drin sind, die können uns schon ganz schön die Hölle heiß machen, wenn wir das falsche Setup haben. Okay, hier... Hier fahren wir ein bisschen weiter. Das heißt, das hier ist der Weg hoch und da fahren wir wieder runter. Seht ihr das? Das ist eigentlich die gleiche Etappe. Da fahren wir wieder runter und fahren ein Stück weiter. So, da fahren wir das Ganze... Wollen die mich verarschen? Nee, das ist wieder was anderes. Das fahren wir nachts. Oh, vor nachts habe ich Respekt. Und da fahren wir das Ganze wieder tagsüber zurück. Und ja... Ihr seht schon, ganz viele ganz verwinkelte Etappen. Oder wie ich so schön zu pflegen mag, zu sagen mag, eine Gerade, dann eine Scheißkurve und dann noch eine Gerade. Lasst uns loslegen hier. Oh Gott, Asphalt. Asphalt ist cool. Ich liebe Asphalt. So, besser wie Schnee und Eis, aber da kommen wir auch noch drauf. Da wünsche ich euch wieder einen guten Flug. Und da geht dann die Show wieder ab hier. Da bin ich mal gespannt, wie viel Totalschaden wir da erleiden. In rechts 3. In links 2 lang, Kuppel. Rechts 1 macht zu. Was heißt links 2 lang? Das war doch keine Zweierkurve. Also links 5 lang können wir ja fast Vollgas fahren. So, was heißt hier Kehre? Geht doch. In rechts 6, 60. Rechts 6 lang, Kuppel. In rechts 6, 60. Also aufs Lenkrad fühlt sich hier schon viel härter an.
muss ich offen dazu sagen. Also das ist der Wahnsinn, wie sich dieser Asphalt auf das Force Feedback auswirkt, weil wir Grip haben. In links 1 lang, mach zu. In rechts 1 halb lang. Das ist der Hammer. In links 3 lang, 100. Ja, da mag man richtig mal Force Feedback, da ist das auch nicht so lasch, als wenn ich auf Schotter fahre. In links 5. In links 4 lang. In links 2 lang. In rechts 2 lang. So, rechts 2. Ja, aber 2 lang bedeutet, wir können eigentlich im dritten Gang fahren. Und offene Kehre ist eigentlich auch meistens was Längeres. Ja, das Auto geht mal wie geschnitten hier drumrum. Ich bin begeistert. Links 4. In rechts 6, 60. Rechts 5 lang, vielleicht Sprung 130. Wir haben ein bisschen Zeit verloren, aber halten unseren Vorsprung, wie es aussieht. Macht auf heißt, wir können eigentlich Vollgas fahren, dritten. Ich frage mich, warum ich da mal bremst. Und kehre links. Ich habe immer ein bisschen Angst vor denen, ihren Aussagen, gebe ich offen zu. 60. Links 6. Nicht eingeschlagen, einigermaßen gescheit platziert. Links 6 über Kuppel 40. Achtung, Kuppel links 6. Sofort kehre rechts. Oh oh, wir verlieren Zeit. Wir verlieren massig. Massig Zeit. 150 über Kuppel. Huhuhu. Rechts 6 über Kuppel. Aber das macht eine Mordslaune. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt noch rüberkommt, aber ich sitze hier und habe ein Grinsen im Gesicht, weil es einfach, ich weiß auch nicht, wie ich es erklären soll. Das ist einfach dieses Auto hier am Limit, wirklich hier über die Strecke zu hauen. Ist der Wahnsinn. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Eisplatten. Das heißt, wir können am Zug auf eine Stelle kommen, wo das Auto nicht bremst. In rechts 4 lang, nicht schneiden. Heißt generell ein bisschen vorsichtiger fahren. Lang, eng am Ausgang. In rechts 6 halb lang. Da haben wir zum Beispiel Eisplatten. Und da haben wir das Ziel. Und da schießen wir jetzt drauf zu und hoffen, dass wir nicht ganz so viel Zeit verlieren. 3 Sekunden. Wenn's korrekt war, dann müsste der andere 4-6 gefahren sein und wir sind Zweiter. Der Wahnsinn. Wahnsinn. Zweiter. Also ich werde immer besser, das gefällt mir. Ich hoffe euch auch, so macht das Ganze Freude. Das immerhin ist das eine schwere KI und wir sind jetzt auf den zweiten Platz gefahren. Hat was. Eigentlich müsste ich das Replay nochmal angucken von so einer Etappe, wo ich wirklich so einigermaßen fehlerfrei durchgefahren bin. Das sieht bestimmt beeindruckend aus von außen. So, die Strecke hier, die sollte ich eigentlich kennen. Und die hat mir auch schon Spaß gemacht, weil die ist auch cool. 5, 4, 3, 2, 1, Start. Links 5, mach zu bis 3. Ich warte ja immer noch drauf, ob wir irgendwann mal einen Fehlstart hinlegen und was das bedeutet für uns, wenn wir einen Fehlstart machen. Ja, Auto schiebt ein bisschen, weil wir ein bisschen zu schnell waren. Ich habe mich langsam auch an den Fronttriebler gewöhnt. Rechts 4 lang, 130 über Kuppel. Rechts 5 lang, 130 über Kuppel. Ja, die Lenkung hier mit dem Lenkrad ist ein bisschen schwieriger, wenn ich ehrlich bin. Und links 4. Weil ich habe ja, dass ich überhaupt ein Force Feedback spüre, mein Lenkradwinkel doch stark reduziert. Ich fahre ja normalerweise mittlerweile die Spiele auch auf 900 Grad Lenkung.
und bin für dieses Spiel hier extrem runtergegangen. Links 3, halblang, 100 durch Tunnel. Und extrem runtergegangen heißt für mich, ich fahre glaube ich momentan mit 200 Grad Lenkung und statt mit 900. Das ist eine riesen Umstellung. Du bewegst das Lenkrad kaum und das Auto macht massive Lenkbewegungen. In links 6. In Kehre rechts halblang. Oh, das war nix, glaube ich. Rechts 6 über 100. Da haben wir viel Zeit verloren durch das Querstehen und Rutschen. Ich hätte einfach durchfahren sollen. Rechts 5 macht zu bis 4. In links 3 macht auf. Rechts 5. In Achtung, links 5. Rechts 1 lang, nicht schneiden. In links 3 lang, 100. Liegt da Eis? Nee. Das sieht nur so aus, ne? Das ist nass und da scheint die Sonne drauf. Dann sieht das ein bisschen aus wie eine Eisplatte. Rechts 4, 60. Links 1 lang. Also man mag es, glaube ich, deutlich. Ja, er schiebt und er schiebt und die Autos, die habe ich schon anders geknutscht. Was parken die da auch ihre Privatautos in so einer Kurve? Also ich würde da niemals mein Auto hinstellen, wenn ich Rallye-Zuschauer wäre. Also da würde ich mein Auto nur dann parken, wenn ich ein neues wollte. Und hoffen wird, dass mir eine Lieblingsautomarke mir da ins Auto rutscht und mir als Entschädigung einfach ein neues Auto sponsort. Und das war nicht gut. Das war's Bremsen auf die Harte. Eisplattenpapier, sagt er so schön. Da sind wir doch auch schon hochgefahren eben. Komm mal vor, jetzt fahren wir immer die gleiche Etappe. Aber es sind wohl unterschiedliche. 100. Links 6 lang, rechts halten, über Kuppe. Einmal frontal in die Mauer. 80. Das war Bremsen ein bisschen härter, da habe ich mal vollen Anker geworfen. Links 3 macht zu, über Kuppe nicht schneiden. Bis Ziel. Wow, Eisplatten. Und Ziel. Und das hat richtig Zeit gekostet, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir fahren da in 3,15 durch und der sagt, wir sind zu langsam. 12 Sekunden haben wir verloren. What the fuck? Ja gut, aber wir sind vor Huge. Das ist schon mal sehr, 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 sehr erfolgreich. So, wir machen mal weiter. Ich bin gerade am Überlegen, das war Etappe 2 auf Event 2. Das bedeutet eigentlich für mich, dass ich jetzt hier zurückgehen müsste. Normalerweise müsste aber jetzt noch die Reparatur kommen, oder? Ich bin gerade echt mit mir am Kämpfen. Da unten sehen wir uns übrigens nur mal fahren. Ich bin gerade am Überlegen. Ich meine, das ist schon ein Highlight, wenn ich mir das mal so ein bisschen da im Hintergrund angucke. Bin da voll entlang gepfeffert und da kam man nah an die Wand, aber nicht so nah, dass wir drangeschlagen wären. Hat schon was, aber ihr seht auch, dass der kaum lenkt. Das finde ich nämlich auch faszinierend. Wahrscheinlich sind Rallye-Autos wirklich so kurz abgestimmt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gut, ich drück mal weiter und riskier's. Normalerweise müssten wir auch hier speichern können. Eigentlich müssten wir hier reparieren und speichern können. Wieso können wir das jetzt nicht? Komm, das muss gehen, dass wir hier reparieren und speichern können. Ja, können wir. So, wie sieht's eigentlich aus mit dem Fahrzeug? Das ist relativ ganz. Das freut mich natürlich. Da können wir alles so auf 98 heben. Wir haben noch Zeit übrig. Ja, da wird es dann schon eng. Karosserie, dass das Auto schön aussieht. Ja, bitte für über 10 Sekunden, das holen wir uns nicht ab. Ihr habt ja gesehen, wo es hinführt, ne? Dann bist du dann Zweiter oder so und dann wirst du deshalb auf den Dritten geschoben und dann, ja, verlierst du Zeit. So würde ich es ganz gerne reparieren wollen, aber, und das ist nämlich jetzt genau das Aber, die dritte bis sechste Etappe hier von Monte Carlo, die sehen wir in der nächsten Folge. Ich bin erstmal raus,
Sag danke fürs Zusehen. Hoff, die neue oder die wieder alte Ansicht gefällt euch auch besser. Ich fahre damit auf jeden Fall besser, hat man ja auch gesehen. Bin ein bisschen sicherer, komme ein bisschen flotter durch, kann das Auto besser abschätzen, bleibt nicht in jedem Blödsinn hängen. Und auf so einer Asphaltstraße gehe ich dann plötzlich richtig ab. Also ich bin ja selbst erstaunt über mich, dass ich da so gut durchkomme. Bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht, ob es uns noch in die Profiliga treibt. Wenn wir genug Geld verdient haben, fahre ich aber lieber nochmal die Rookie-Serie in irgendwie einer höheren Klasse, denn wir brauchen bestimmt für die höheren Klassen, also für die höheren Meisterschaften, brauchen wir bestimmt noch ein besseres Team, also was in die Breite besser aufgestellt ist mit mehr Mitarbeitern. Und deshalb bietet sich's ja eigentlich strategisch an, erstmal unten alles abzugrasen und dann so nach und nach die Schwierigkeitsgrade nach oben zu klettern. So, ich bin erstmal raus. Sag danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.